Hallo zusammen und herzlich willkommen mal wieder zu einer Folge Space Marine. Dieses Mal I am Black Templar und ich hatte das ja schon ein paar Mal erwähnt, als Black Templar habe ich immer als Liebstes gespielt. Habe ich auch noch einige Minis von, habe ich mal damals mega viel magnetisiert umgebaut, hinher liegen alle aber jetzt irgendwo in einer Kiste. Und ja, was ich auch schon mal erwähnt hatte, es wäre ja voll geil, wenn man sich jetzt hier zum Beispiel einen Neophyt oder einen Schwertbruder machen könnte. Kann man nicht wirklich, leider. Ihr wisst das, inzwischen denke ich, die Optionen hier sind begrenzt. Aber für heute habe ich mir gedacht, ich werde mal das machen, was ich schon ein paar Mal gesagt hatte, nämlich nicht normal hier Exterminators oder irgendwas spielen, sondern ich werde Exterminators privat einstellen und dann alleine spielen und einfach mal gucken, wie weit ich komme. Das ist ziemlich hart, weil das Problem ist, wenn ich einmal down gehe, dann bin ich weg. Ja? Kann man das hier als Arena 1 nehmen? Ich dachte immer, das geht nur, wenn man Chaos auch spielt. Aber werde ich einfach mal einstellen, alles auf normal lassen, ja, also hier keine besonderen Sachen oder so. Und ich spiele, wie ihr seht, hier als Black Templar, da habe ich auch DLC hier, Rüstungssatz. Und ja, ich denke, in den ersten 5 Wellen werde ich erstmal hier als Sprungmarine spielen und ich nehme meine stärksten Ausrüstungen, also so wie ich auch eigentlich immer gespielt habe, das sind die drei, also wenn Devastor dann so, wobei Plasma auch sehr geil ist. Taktischer am liebsten so, später dann mit Sturmbolter Melter statt Plasmawerfer und den Standard am Anfang so, später hier mit Hammer, weil man einfach mit dem Kettenschwert sonst nicht wirklich weiterkommt. Ja, aber ich denke mal, wir starten als Sturm Space Marine und wechseln dann hinterher in Welle 5 bis 10, wenn ich denn bis dahin komme, als Taktischer. Und ja, ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Also keine Ahnung, weil wie gesagt, ist quasi Sudden Death, ne? Denn in dem Moment, wo ich tot bin, bin ich raus, weil ich habe ja keine Leute dabei, die irgendwie... Ach nee, okay, jetzt bin ich automatisch Chaos. Nee, das geht natürlich nicht. Das wollen wir nicht, denn wir spielen ja hier als Black Templar. Naja, und auf jeden Fall, ja, das müssen wir jetzt umstellen. Auf jeden Fall sind ja keine Leute da, wo ich dann neu quasi einsetzen kann. Deswegen, ja, ich sag ja, gucken wir einfach, wie weit ich hier komme. Sollte eigentlich kein Problem sein mit diesem Sturm Space Marine, mit dem Kettenschwert, wo man wieder Energie und Leben aufladen kann. Aber wir werden sehen. Denn erfahrungsgemäß, bei zu viel Beschuss ist man hier ganz schnell am Arsch. Lebensformen entdeckt. Ja, aber so ist doch schon direkt geil. Also so spiele ich wirklich am liebsten. Black Templar ist eh geil. Und der Typ sieht einfach mega aus. Okay, gibt sogar jetzt schon Probleme, weil natürlich auch das Problem ist, wenn man alleine spielt, dass sich alles auf einen selbst fokussiert. Sobald man zu mehreren ist, verteilen sich die Mobs natürlich ein bisschen. Was ich hier jetzt nicht tun, sondern alles läuft irgendwie, das ist, geht ja hier nicht nach Sicht oder so, aber alles läuft automatisch auf mich zu. Und ja, ist, also das hier ist jetzt noch kein Problem, denke ich, auch nachher mit so ein bisschen Shooterboys, ich meine, ich bin ja hier hochmobil, kann immer mal ausweichen. Wo ich ein Problem sehe, sind Stickbombs, weil als Sturm Space Marine, wenn man mehrere Stickbombs frisst, auf einmal, manchmal machen die das ja, dass direkt 2, 3 geworfen werden oder so, das ist 3 verschiedene Leute direkt was werfen, dann geht man ganz schnell down als Sturm Space Marine. Ihr seht es auch hier, die Hits, die nehmen mir schon gut Leben, aber ich durch das Hacken gehe ich natürlich im Leben auch direkt wieder hoch. Das heißt, solange ich hier am Hacken bin, ist das alles gar kein Problem. Im Zweifelsfall natürlich immer den hier, Sprungdüsen an und wieder runter. Da kann man hier ordentlich hacken. Aber ja, wir werden sehen, wie es gleich mit den Shooter-Boys ist und vor allem, wenn dann die Shooter-Org-Bosse auch dazukommen. Das müsste hier auch schon immer in den ersten Wellen der Fall sein. Aber wir als Black Templar kennen natürlich keine Furcht und sind auch eigentlich unaufhaltbar und so.
Ah, okay, wir kommen hier erst in Shooters. Tja, unten die Lebensanzeige ist komplett voll, das ist sehr nett, aber ich sag ja, ich meine, dass direkt Ende ist, wenn ich halt einmal down gehe. Hab ich ehrlich gesagt, also ich hab's mal mit einem Mann gemacht, dass wir zu zweit quasi alleine gespielt haben, dann hier Welle um Welle gekillt. Da ist natürlich immer das gewesen, wenn einer down ist, dann passt der andere ein bisschen mehr auf, läuft ein bisschen in Sicherheit, sodass er diese Respawn-Zeit überbrücken kann, bis der Kollege wieder einsetzt. Aber das wird hier nicht der Fall sein und wie gesagt, ich habe halt nicht den direkten Vergleich, wie es so komplett solo ist. Ob das dann nochmal... Oh, das dauert schon eigentlich. Ihr seht es da, meine Energie. Wenn ich nicht hacke, geht das ganz schnell in den kritischen Bereich. Ja, und die Beschusseinheiten sind tatsächlich das Schlimmste für mich. Weil ich nicht wirklich was dagegen machen kann. Weil ich halt einfach relativ schnell down bin. Deswegen, solange ich hacken kann, ist alles gut. Aber ja, die Shooters, wie ich mir das gedacht habe, bereiten mir echt Probleme. Ich muss mir also am besten eine Stelle suchen, wo ich die alle anziehe, ohne dass ich großartig beschossen werden kann. Es gibt ja hier auf der Karte diese, ich sag mal, Backstelle, da oben auf diesem Hügel. Problem ist, dass ich da beschossen werden kann, aber oh fuck, Selbstmord. Oh mein Gott, war das schlecht. Ja, aber so, da kann man ja auf jeden Fall beschossen werden. Das war jetzt ziemlich lappenmäßig, muss ich sagen. Ja, ich werde das Video jetzt aber nicht abbrechen und neu machen, sondern einfach hier auf Ja bleiben, die Arena nochmal versuchen. Damit das jetzt für euch nicht zu langweilig wird, werden wir jetzt direkt schon switchen auf den taktischen. Ja, das war kein guter Auftritt für die Black Templars, vor allem mit dem Selbstmord. Das geht nicht auf allen Karten, aber ja, hier geht's auf jeden Fall. Gut, dann würde ich doch mal sagen... Dino-Lebensformen entdeckt. Spiel mal als taktischer. Vielleicht läuft's ja jetzt besser. Als taktischer habe ich keinen Weg, irgendwie Leben aufzufüllen. Also außer beim Beschuss auszusetzen und mich dann in so einer Ecke mal zu verstecken, sag ich mal. Damit Rüstung und alles wieder auffüllt. Denn das ist ja hier so, wenn man einfach keinen Schaden kriegt, dann geht das wieder hoch. Aber ich muss gucken, mit dem rasiert man natürlich nicht so krass hier durch wie mit dem Sprungring, wobei ich hier auch den Stomp einsetzen kann. Genau, das geht natürlich auch. Das Gute ist auch, dass wo ich natürlich jetzt hier alleine bin, ist munitionstechnisch nicht so das Problem, weil ich immer was aufsammeln kann. Lass mal arbeiten. Ich werde jetzt mal ein bisschen was mit dem geladenen Plasma machen. Ja, da kriege ich nämlich direkt mehrere auf einmal. Ich weiß nicht, ob das munitionseffizienter ist oder nicht. Also das hier wäre ja eher so der Ultramarine-Style. So ein bisschen, alles ein bisschen, ja, ich sag mal, gediegener. Also mit, vernünftigem Vorrücken und nicht hier, Black Templar-Style einfach rein und alle kaputt machen. Ich glaube echt, das mit dem aufgeladenen Plasma ist noch mit am effektivsten. Tja, bisher eine Welle quasi geschafft. Das heißt, ich schlage mich genauso gut wie vorhin mit dem Sprungmarine. Gucken, ob das so bleibt. Jetzt kommen die Shooter Boys, das heißt, jetzt geht's drum. Wir versuchen es mal mit der Cheater-Stelle hier.
Was heißt Cheaterstelle? Ist ja keine Cheaterstelle, man kann ja da normal hinlaufen. Versuchen es mal damit und ja, gucken. Oh fuck, oder wir fallen einfach direkt runter. Ja, wir müssen nämlich jetzt alle da oben genau drüber gelaufen kommen. Aber genau, die Shooters sind da. Und das funktioniert nicht. Okay, also einfach auf einer Stelle stehen bleiben läuft nicht. Euch eigentlich nur empfehlen, hier den Sound ordentlich hochzudrehen, weil das einfach abgeht. Okay, aber ich glaube, wenn ich relativ kontrolliert mit dem taktischen spiele und nicht zu viel Beschuss fresse, dann geht das einigermaßen. Aber ihr seht es ja alleine schon, beim Beschuss geht der lange nicht so schnell down wie der Sturm Space Marine. Wobei man dann doch ein bisschen vorsichtig sein muss. Anders lade ich wieder auf, jawohl. Ihr seht, dass das Leben lädt sich nur relativ langsam wieder auf. Und wird halt unterbrochen, wenn ich wieder Treffer kassiere. Ja, ich muss mich wieder bewegen und die so ein bisschen ziehen. Ja, ist schon was anderes, als wenn man in einem Team spielt. Alleine sage ich ja, weil die sich alle komplett auf einen Spieler fokussieren, also weil die alle nur in meine Richtung laufen. Okay, also ich versuch's nochmal mit der Stelle hier. Gleich beim Rumlaufen, ja, das könnte jetzt interessant werden. Den Punkt halten, bevor die Zeit abläuft. Weil, na, wie ihr wisst, wenn man das nicht macht, dann ist direkt die Mission gescheitert quasi. Oder der Einsatz gescheitert. Das heißt, ich muss da gleich so oder so hingehen. Deswegen gucke ich mal, dass ich jetzt hier schon ein bisschen was abkassiere. Jetzt muss ich laufen. Vor allem muss ich mal Munition aufnehmen.
eine Runde geht noch. Ah, wenn ich jetzt nicht down gehe. Doch. Okay. Tja, ihr seht, als Black Templar ist das Leben nicht so wirklich leicht. Vor allem im Solo-Modus. Ja, zwei Wellen geschafft und an der dritten dann verreckt. Und das auch nicht wirklich glorreich. Trotzdem mit dem taktischen besser als mit dem Sturm Space Marine. Man könnte jetzt den Devastor noch ausprobieren, aber der ist so immobil. Ich denke, da werde ich überhaupt keine Chance haben, weil man könnte sich oben auf diese Stelle begeben. Auf diese Cheater-Stelle da, sage ich ja. Und dann einfach mal gucken, wie lange man da überlebt. Aber spätestens, wenn die... und dann immer mit dem Stomp arbeiten und so. Aber spätestens, wenn die Shooters von allen Seiten kommen und einen beschießen, wird das nichts mehr. Ja gut, also, das war nicht so glorreich. Aber wir wären ja kein Black Templar, wenn wir jetzt nicht einfach noch einmal hier im Rasierer-Extrem-Modus probieren würden. Also einfach ein reguläres Exterminatus und da ein bisschen abgehen. Ja, was man natürlich noch überlegen könnte, wäre tatsächlich, das werde ich, denke ich, in einer der nächsten Folgen mal machen, dass ich wieder ordensspezifisch spiele, aber im Versus-Modus. Also nicht Exterminatus und hier immer das Gleiche, sondern tatsächlich Versus gegen andere Spieler. Vorausgesetzt, man findet noch Spiele, weil ihr seht hier das Problem, das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, es gibt nur noch wenig Leute, die da spielen und deswegen funktioniert das Matchmaking nicht mehr wirklich und man ja bekommt nicht mehr genug Leute zusammen, um tatsächlich so einen Exterminatus zu machen. Ich weiß nicht, ob es im Versus-Modus anders ist. Ich würde sagen, wenn das jetzt hier nicht funktioniert, probieren wir es direkt mal im Versus-Modus. Da mache ich kein gesondertes Video, sondern ziehe das jetzt einfach mal hier durch. Aber ich mache das halt unheimlich gerne, immer mal in das Spiel gehen, eine Runde Exterminatus zocken und dann ist es auch wieder gut, weil das ist halt immer voll Action, was auch echt geil ist, aber irgendwie die ganze Zeit das Geballer, reicht es dann auch irgendwann mal. Okay, ich denke mal, wir werden aber tatsächlich mal hier abbrechen und wirklich dann einfach mal ein Versus machen. Wieso stand da Lobby verlassen? Ich war da eigentlich in keiner. Naja. Okay, Versus. So, annektieren, Auslöschung, keine Ahnung, eigentlich alles Latte, erreichen sie als erstes Team 41 Kills. Okay, das ist doch geil, das machen wir mal. Cyborg-Angriff kann ich leider nicht machen, weil ich den DLC nicht habe. Machen wir doch mal klassisch. Dafür würde ich ganz gerne aber noch von... Wobei, nein, wir sind ja Black Templar, okay. Weil eigentlich habe ich hier immer als... wie heißen die? Revealers oder so? Oder Revilers gespielt. Wo sind sie? Hier, so. Weil ich mir mal eingebildet habe, dass man da dann nicht ganz so leicht zu sehen ist vor diesem Hintergrund. Es sieht aber tatsächlich so aus, als wäre das irgendwie ein bisschen schwierig hier mit Versus. Online-Lobby. Ich verstehe aber auch nicht, ich habe doch eigentlich gar keine eigene Lobby. Ich gehe nochmal eben ganz aus dem Online-Ding raus. So, dann probieren wir es nochmal. Versus... Nehmen wir halt mal direkt das erste annektieren. Klassisch. Ich gehe jetzt gleich mal alle durch, aber ich sage ja, ich befürchte, also für ein... Ah doch, es gibt noch Matches, sehr geil. Weil das Problem ist, bei dem Exterminator, das hatte ich ja auch schon 100-mal gesagt, startet der ja erst, wenn man mindestens zu dritt ist. Sofern man nicht einen privaten Exterminator spielt. Und hier bei Versus müsste die Zahl ja noch höher sein. Das heißt, ja, das ist richtig, was da unten steht. Die habe ich aber, glaube ich, alle noch nicht freigeschaltet. Okay, und jetzt muss ich wieder komplett umdenken, denn hier habe ich eigentlich ja immer ganz gerne mit Stalker Bolter gespielt. Ne, warte mal, wo war das denn? Scheiße, habe ich gar nicht mehr als Ausrüstung. Dann nehmen wir einfach mal wieder hier den Standard-Taktischen. Und gucken mal, wie es läuft. Okay, hier sind Verbündete. Demnach war auf jeden Fall ganz gut gegeben. Stalker Bolter wäre besser als die Plasma, als das Plasma-Gewehr, weil der, glaube ich, punktuell noch mehr Schaden macht. So, den haben wir.
Den haben wir auch. Wenn ich das richtig sehe, halten wir auch gerade 2 Punkte von 3 möglichen. Und unten links seht ihr die Siegpunkte. Wer zuerst auf 1000 ist, hat halt gewonnen. Und klar, für jeden Punkt, den man hält, sammelt man, also für jeden Eroberungspunkt, den man hält, sammelt man hier unten Punkte. Okay, hier ist jemand in der Nähe. B ist umkämpft, da ist ein Devastor. In einer guten Position, ja okay. Das ist aber auch lappenmäßig, wie ich da rangegangen bin. Ja, jetzt kann ich mich natürlich hier an den Punkten direkt einsetzen lassen. Werde ich auch mal machen. Punkt B war der Umkämpfte von gerade. Da gehen wir direkt auch hin. Also sehr überschaubare Spielerzahl hier. Aber gut, das macht ja nichts. Melter, alles klar. Okay, das Loadout werden wir jetzt aber auch nehmen. Ausrüstung. Nee, nicht Ausrüstung kopiert. Alter, wollte ich doch gar nicht. Naja, gut. Scheißegal. Punkt B ist auf jeden Fall weg. Genau. Melter nämlich eine der geilsten Waffen. Okay, Melter Stalker Bolter. Das ist eigentlich so, wie man spielen sollte. Das hatte ich auch eigentlich als eine der Voreinstellungen immer drin. Deswegen doch gar nicht so schlecht, dass wir das jetzt kopiert haben von dem. Aber jetzt erstmal wieder hier klarkommen mit den. Jeder hat dann schon. Die Map ist nicht ideal hier für den Stalker Bolter. Es gibt auch welche, die sind ein Stück offener. Dass der Typ sich hier so reingetraut hat. Ja, aber trotzdem. Wir sind zwar noch leicht von den Punkten vorne, aber eben nicht viel. Da hinten noch einer. Da ist noch einer. Das ist ein Devastor wieder. Das ist scheiße mit der Migration zum neuen Host ständig. Also ich meine, cool ist, dass das so geht, ja? Kacke. Ja, da, das haben sie geil gemacht. Ist der Sturm Marine hier dran gekommen und der Devastor hat das da hinten gedeckt. Nein, cool ist, dass man nicht direkt aus dem Spiel fliegt, sondern einfach immer diese Host-Migration dann ist. Ah, okay, jetzt habe ich aber nicht mehr dieses Loadout. Sturm Space Marines halten nicht viel aus. Das heißt, wenn die mich ansaugen und ich aber da drauf gehe, dann habe ich da eher den Vorteil. Ist noch praktischer. Okay, jetzt sind wir natürlich in einer richtig beschissenen Position hier. Okay, aber da sind noch seine ganzen Freunde. Und wir gehen down. Ja. Ah, ich muss mir den, glaube ich, echt nochmal zusammenbasteln mit dem Stalker Bolter und Stalker, Bolter und Melter, weil das, also der Melter ist einfach super krass, wenn so ein Sprungmarine ist, den kann man one-shotten. Aber es kann auch sein, dass das nur mit der Melter-Aufladung geht, mit der verbesserten. Aber alle anderen haben auch da ein mega Problem gegen.
geil. Melter in die Fresse gekriegt. Hat er gut gemacht. Ja, verbesserte Melter-Aufladung, das ist halt echt das, was es bringt. Also, macht dann irgendwie erhöhten Schaden oder ist gebündelter oder sowas. Und beim Melter ist halt, je näher dran, desto besser, logisch. Fuck, ich bin auf der Pistole, Alter. Oh, was ein Lappen, ey. Also ich... Gut, das war ein nicer Kill. Dass wir da vorne nicht direkt wieder gestorben sind, war auch ganz cool. Problem ist, dass das Chaos jetzt 2 Punkte hält. Ja, hat er uns beide geholt wahrscheinlich. Hierfür wieder Stalker-Bolter, weil mit dem Ding hier, also mit dem Sturmbolter, kann ich da echt nicht viel machen. Jetzt verlieren wir auch noch den letzten Punkt. Tja, 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 nicht so geil. Durch Sprungmodul gestorben. Vielleicht nehmen wir auch nochmal so einen Sturmruhm. Okay, und Niederlage. Tja, keine glorreiche Runde. Oh mein Gott, und völlig reingeschissen hier mit 5-7. Und kaum EP, aber gut. Ich würde sagen, also das war meine erste Versus-Runde nach ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und mein Loadout ist auch nicht richtig. Ich denke, das machen wir direkt nochmal. So, und während da die Zeit runterläuft, können wir ja mal ein bisschen die Ausrüstung bearbeiten. Hallo, wird geladen. No. So. Also. Den hier machen wir nämlich natürlich nicht so, sondern der kriegt den Stalker-Bolter und den Melter. Speziale, also Fragment war gerade gut. Primärbonus Waffenfähigkeit muss sein. So, und anstelle von günstiger Rüstkammer nehmen wir nämlich auch die verbesserte Melter-Aufladung. Oder, nee, die brauchen wir nicht. Genau, nehmen wir auch die Melter-Aufladung. So, das ist schon mal ganz geil. Taktischer Space Marine 1, mit dem kann man also spielen. Mit dem kann man auch spielen, der geht klar so. Alles klar. Und der geht auch klar. Gut, dann machen wir das doch nochmal. Cool, wir sind wieder bei den Space Marines, nicht beim Chaos. Das wird dann leider, das ist eine geile Map, das wird leider so randommäßig zugewiesen, aber da wir ja Black Templar sind, hat sich das System wahrscheinlich gedacht, ja Junge, den können wir jetzt hier nicht als Chaos-Idioten spielen lassen. Ja. So, und jetzt gucken wir mal hier. Das hier ist nämlich eine geile Map für den Stalker-Bolter. Auch für die Laserkanone vom... ach toll, wir sind doch Chaos. Naja. Gut, dann tun wir jetzt mal so, als wären wir, ja, schwer. schwer da irgendwie anders zu tun, wenn man so aussieht hier.
Tja, wahrscheinlich muss ich den Titel dann ändern und tatsächlich doch nicht I am Black Templar, sondern einfach versus PvP irgendwas, keine Ahnung. Habe ich gut getroffen, aber das war ein Devastor da hinten mit einer Laserkanone. Deswegen habe ich den so schnell jetzt auch nicht down gekriegt. Okay, wir halten 2 Punkte. Wird knapp. Krass, Laserkanonenschuss. Ah, hat er schön gewartet, der Penner. Gut, wir gehen direkt wieder. Also, Standard-Spawn, seht ihr da oben, geht immer direkt, aber da müssen wir das ganze Spielfeld laufen. Wir setzen direkt wieder bei B ein. Und ich sag mal, solange es so ist, dass wir 2 Punkte haben, ist es eigentlich alles in Ordnung. Mehr braucht man nicht. Natürlich, wenn man jetzt alle 3 Punkte hätte und man da hinten die Spawns von denen. Das ist nicht so die beste Position hier. Schade. Solange man die beiden Punkte hat, muss man nicht unbedingt noch den dritten einnehmen. Wenn man den hat und dann den Spawnpunkt von denen quasi kontrollieren kann, ist das natürlich geil, dann geht das Spiel schnell zu Ende, aber auch so geht das eigentlich klar. Okay, so, jetzt nicht wieder zu so einer Lappenposition. Oh Gott, noch einer. Naja gut, wenigstens haben wir einen mitgenommen. Trotzdem bin ich vom KDA-Verhältnis hier schon wieder der letzte Lappen, denke ich. Okay, wir setzen doch mal hinten ein und gucken mal, dass wir mit dem Stalker-Volter ein bisschen decken. Wobei, das ist schon sehr weit hin. Was bei der Map auch ganz geil ist, das kann man immer mal Sturmmarine machen, drüber springen. Also bei B ist jetzt gerade die Action. Und wir als Chaos versuchen, diese Brücke hier zu halten oder diesen Durchgang. Und die Marines, die loyalen Marines, versuchen das uns wegzunehmen. Da kann man immer mal als Sturm Space Marine oben drüber springen und gucken, dass man hinten den Punkt nochmal wegsnackt. Aber ist halt relativ riskant, weil immer mal so Leute, wie ich das jetzt gerade auch gemacht habe, natürlich von hinten kommen und wieder ganz hinten einsetzen. Das ist die Spawn Area von denen.
schade. Und dann, weil da dachte ich, da ist nämlich, ich habe da gesehen, einer direkt auf C gespawnt, was natürlich auch ganz cool ist. Aber gut, Melter in den Rücken, da machst du dann halt nichts, ne? Jetzt sind wir wieder hier auf dieser Kackposition. Das ist eigentlich zu weit vorne. Ja. Das ist dann halt die Laserkanone, ne? Da hat man wirklich One-Shot-Sniper-mäßig damit in den Kopf. Einer ist weg. Aber ich meine, der Typ macht natürlich auch nichts anderes, als da hinten stehen zu bleiben und zu snipern. Versuche ich ja gerade hier auch so ein bisschen. Plus, wenn dann einer mir zu nahe kommt. Alter! Was ein Wichser. Plus, wenn dann einer mir zu nahe kommt, den dann halt mit dem Melter wegzumachen. Aber der Typ, das ist ja ein richtiger Spast, ey. Ich glaube, durch die Siegtum-Verbindung da unten, also durch diesen Perk, sieht der die anderen. Heißt, er kann sich da schön in Ruhe hinten einfach verschanzen und der bekommt die anderen Spieler angezeigt, genau. Aber ich glaube, da ist er jetzt down gegangen. Alter, was? Wieso macht die Granate so viel Schaden? Tja. Jetzt muss es doch mal so langsam vorangehen. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass die, die jetzt hier wirklich spielen, dass das alles so die Überpros sind. Denn viele sind ja hier nicht mehr in diesem Spiel. Da ist wieder der Sniper. Ja, sobald ich mich jetzt hier ein bisschen rausbewege, Alter, geht mir das auf den Sack. Also das wird so einer sein. Der Spiel, okay, ist erst Stufe 21, aber der wird wahrscheinlich nichts anderes machen, als immer hier so rumzusnipern. Und das ist halt richtig mies und richtig schlecht. Genau das will man ja eigentlich in so einem Game nicht hier, sondern man will ja rasieren. Alter! Meine Fresse, bin ich schlecht, aber ich weiß jetzt schon, wie das Video heißen wird. Es wird nämlich nicht I am Black Templar, sondern ja, ich meine, ihr habt es ja schon gelesen, wenn er wenn er hier jetzt am Start seid. Ganz, ganz klare, das ist nämlich auch einer von den Space Marine Orden, der ist nicht ganz so bekannt, obwohl er wirklich häufig in solchen Games angetroffen wird. Dieses Spiel hier, oder dieses Let's Play wird nämlich heißen I am Lappen, weil ich sag mal, das, was ich hier gerade mache, Alter, das kannst du ja keinem geben. Jetzt haben wir halt den Sieg gekriegt, aber jetzt pass mal meine Stats auf, Junge. 3-10. Alter, was mies. Ich meine, gut, hier sind welche, die haben ja noch weniger EP genommen und sowas, aber wenigstens sind sie mit ihrer KDA besser dran, weil das geht ja mal gar nicht hier bei uns. Ja, das wird mich jetzt aber nicht davon abhalten, noch ein letztes Game zu machen für heute. Vielleicht können wir da jetzt mal performen. Ich denke mal, die anderen denken sich jetzt schon so, oh mein Gott, bloß nicht mit dem in ein Team. Aber okay, werden wir sehen. Ihr seht es von der Spielerstufe, die meisten da sind 41er, also haben ein hohes Level. Und ich sage ja selbst, die beiden hier, also der Spacko hier, ich habe jetzt leider bei den Stats nicht drauf geachtet, muss man nochmal im Replay, also in dem im Video gucken, wie er so statsmäßig drauf ist. Aber ich glaube, der macht die ganze Zeit nichts anderes und hat auch gerade in dem Spiel nichts anderes gemacht, als einfach immer nur diese Sniper-Position einzunehmen und damit seiner dummen Laserkanone da abzugehen. Okay, wir sind aber auf jeden Fall wieder Marine, das ist natürlich schon mal ganz cool.
Jetzt ist alles richtig. Wir sind Marine, haben das Loadout, was ich am liebsten habe. Und Map ist nicht meine Lieblingsmap, aber geht. Und ja, dann gucken wir doch jetzt einfach mal, ob es jetzt mal ein bisschen besser läuft. Haben wir den Sniper? Nee, der Sniper ist bei den anderen. Wieder das gleiche Game wie gerade. Er steht da oben mit seinem Plasmawerfer, aber dadurch kriegt er die Punkte halt nicht. Dummer Wichser. Von hier unten? Ne, kann ich den Punkt nicht einnehmen. Erlöser, das bin ich natürlich auf jeden Fall als Templer. Gehabt. Schön, werde ich gut beschützt. Ja, wieder dieser Plasma-Assi. Ja, und man muss halt hier vorne hin, sonst kann man den nicht einnehmen. Gegnerischen Territorium nicht so geil. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie das war, ob man hier, wenn man
wenn man Leute killt, ob die Punkte dann auch hochgehen oder ob das echt nur über die Punkte ist. Ich meine, das wäre nur über die Punkte. Bin mir nicht mehr 100% sicher. Fuck. Naja, aber erste Tod, immerhin. Alter, was eine scheiß Position hier, Junge. Ich meine, ich habe ja Punkt B gewählt, aber dass ich den direkt davor vorm Gesicht quasi eingesetzt werde, ist natürlich nicht so geil. Nochmal Punkt A, wobei der auch schon am sehr schön am Blinken war gerade. Den haben wir erstmal wieder. B haben wir gerade auch. Alter, dass der so einen hohen Schaden macht mit dem schweren Bolter. Das ist schon krass. Ich meine, dass man mit einem Melterschuss einen Devastor nicht wegkriegt, weiß ich. Selbst mit der verbesserten Ladung. Aber, tja, krasse Nummer. Alter, der hat doch den zweiten Schuss noch gekriegt. Check ich nicht. Jetzt mal im Ernst. Guck mal, der hat immer noch 11% Panzerung und 100% Leben. Und ich habe dem zwei Melterschüsse gedrückt. Also, das check ich ja nicht. Ja, die Musik geht los, der Kampf ist fast vorbei. Natürlich hier auch klar gewonnen. Bisschen schade ist, dass am Anfang lief es echt richtig gut. Da war es wieder ein bisschen so wie früher. Aber ja, dann haben wir halt jetzt hier gefeedet, ne? Vor allem gegen diesen dummen Devastor da. Aber ich meine, machst du halt nix. Tja, ein Sieg. Also doch nicht ganz als Lappen abgeschlossen. Wobei die Sets wieder nicht geil sind. Also performance-technisch ist das echt nicht gut. Aber ja, was willst du machen? Wenigstens haben wir die Runde gewonnen und die davor ja auch. Tja, und ich würde mal sagen, oh, guck mal hier, der Primarch Lehman Russ hat sogar mitgespielt. Ich meine, da ist ja klar, dass das hier voll abging. Wir haben irgendwas bekommen, geil. Was habe ich denn Cooles bekommen? Wenn ich mir, glaube ich, mal lieber offline hier reinziehe. So, Editor Space Marine. Nee, ich glaube, wahrscheinlich wieder irgendein Rüstungsteil oder so. Ja, MK8 Ritterrüstung. Das ist natürlich geil. Maximus Ritter. Das ist cool. Das ist sowieso cool, dass man hier die Rüstung komplett anpassen kann. Sehr geil. Komplette MK8 wäre cool. Das ist nämlich, meine ich, die mit dem Kragen, ne? Helm, Arme, Brustpanzer und da, genau, das ist nämlich die mit dem Kragen, mega geil, die auch so bei Deathwatch und sowas vor allem ist. Ja, wäre natürlich geil. Kriegt man, wenn man als Space Marine 50 Spiele gewinnt, also Börse-Spiele sind damit immer gemeint. Was ich ja offensichtlich noch nicht habe, aber ich hatte ja schon mal gesagt, irgendwas ist mit den Stats hier sowieso nicht richtig, weil ich nämlich eigentlich so gut wie alles, was es gibt, hier hatte.
Aber ich habe das Spiel auch am Anfang, glaube ich, gar nicht auf Steam gehabt, sondern zuerst so Standalone irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. Naja, wie auch immer. Scheißegal. Ich würde sagen, ihr habt eine mittelprächtig erfolgreiche Runde von I Am Space Marine gesehen oder I Am Lappen oder I Am Black Templar oder wie auch immer. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie der Titel wird. Ich sag mal an dieser Stelle, danke fürs Zugucken. Ich werde mal zusehen, dass ich irgendwie den Money nochmal rankriege für einen Koop, dass wir zumindest hier als Ultras mal ein bisschen was reißen können. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.